Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier beim Bastler of Disaster. Heute soll es hierum gehen, dass es eine Solar-LED-Lampe mit Bewegungsmelder und mit Solar-LED-Lampen. Damit bin ich jetzt durch. So, das ist jetzt hier das Corpus Delicti. Das ist also eine Solar-LED-Leuchte mit Bewegungsmelder. Die hatte ich primär dazu, dass ich hier mir nicht die Kräten breche, denn ich habe erst kürzlich hier die Terrassendielen gelegt, so dass man hier auch anständig laufen kann. Das Video dazu verlinke ich mal hier oben. Ja, dieses da ist jetzt knapp ein Jahr alt, bisschen über ein Jahr, und anfangs hat es noch wunderbar funktioniert und ja, wurde tagsüber aufgeladen, und wenn man abends im Dunkeln hier rausging, wurde hier der Weg beleuchtet. Zwar nicht hell, aber es hat ausgereicht, damit man hier nicht fällt. Ja, das war vor einem Jahr. Mittlerweile funktioniert diese Leuchte gar nicht mehr. Die blinkt nur noch ein bisschen rum. Und ja, da bin ich nicht mehr zufrieden mit. Deswegen bin ich jetzt durch mit Solarleuchten. Denn das ist nicht die erste. Ich hatte auch schon andere Solarleuchten. Und alle haben nach ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre ihren Geist aufgegeben. Deswegen habe ich jetzt etwas Neues. Und zwar etwas richtig Brachiales. Und zwar ist das ein Strahler mit 30 Watt. Der wird natürlich mit 220 Volt betrieben, hat aber auch hier einen Bewegungssensor. Den werde ich jetzt hier oben anbringen. Und ja, das seht ihr in diesem Video. So, wenn ich die Lampe jetzt anschauen möchte, ist egal, wie ich die Lampe jetzt hier drehe, immer die Lampe im Weg. Ich komme schlecht an diese Löcher hier unten ran. Ja, und deswegen mache ich den Bügel erstmal ab. Dazu brauche ich hier einen 10er Schlüssel. So. So, okay, und auf der anderen Seite noch nochmal leicht lösen. Der Rest geht dann von Hand. Jetzt habe ich den Bügel hier nur noch allein. Den kann ich jetzt ganz bequem anschrauben. Und ja, dazu kann ich aber keine Senkkopfschrauben nehmen. Ich brauche dazu Linsenkopfschrauben. Die habe ich hier. Und ja, die sind etwas zu klein. Leider sind zu diesen Lampen keine Schrauben dazu. Deswegen nehme ich hier noch Unterlegscheiben. Die ziehe ich über meine Schrauben. Wenn ihr Schrauben habt mit größerem Kopf, könnt ihr die gerne verwenden. So, okay. So, und so sieht das schon besser aus. Und ich kann auch noch eine Nummer größer drunter legen. Und dann passt das noch besser. So, und so werde ich das jetzt anschrauben. Hatte ich die LED-Leuchte noch weiter dort drüben angebracht, um primär hier den Weg zu beleuchten, möchte ich jetzt aber hier meine neu angelegte Terrasse, meinen Werkstatthof, beleuchten. Deswegen bringe ich die neue Lampe jetzt hier mittig über meine Tür an, und zwar hier. So, dazu nehme ich mir eine Wasserwaage, damit es auch schön gerade ist. Hier kommt jetzt der Bügel dran. Dazu bohre ich erstmal vor. Jetzt bringe ich den Bügel an. Also damit das Kabel jetzt hier nicht so rumhängt, bohre ich jetzt hier ein Loch rein, ein 7er Loch. Ich habe das Kabel gemessen, das sind 6,6 ungefähr, also ein 7er Loch ungefähr
hier hin. Dazu biege ich das mal hoch und da müsst ihr jetzt das Kabel durchpassen. So, das Kabel passt perfekt. So, das Kabel soll jetzt hier unten drunter lang und soll dann hier hineinführen. Und da bohre ich jetzt nochmal ein Simon-Loch. So, ja, das ging ja mal ganz fix. Die Lampe ist jetzt dran und auch schon elektrisch angeschlossen. Das Einzige, was jetzt noch bleibt, ich muss die Lampe einstellen. Ich habe drei Einstellmöglichkeiten. Einmal, wie dunkel muss es sein, damit sie überhaupt aktiv wird. Und zweitens, die Empfindlichkeit des Bewegungssensors. Und zum Dritten, die Nachleuchtezeit, also wie lange leuchtet die Lampe nach. Die Lampen, die kommen im Doppelpack. Ich verlinke euch die mal unten in der Videobeschreibung. Als technische Daten noch, es ist 220 Volt, es ist eine IP65 Lampe, also für draußen geeignet und hat einen Abstrahlwinkel von 120 Grad. Licht ist angegeben mit 3000 Lumen und elektrisch 30 Watt. Wie immer an dieser Stelle, hat euch das Video gefallen? Lasst mir ein Like da. Möchtet ihr mehr Videos in dieser Art sehen? Drückt den Abo-Knopf. Und macht auch die Glocke an, weil dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Und damit verabschiede ich mich und sage, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hier ist der Bastler of Disaster.